Jo, Crab Champions gibt's auf Steam für einen Zehner, meine ich. Ist im Early Access, macht, glaube ich, eine Person ganz alleine. Respekt dafür. Hab schon ein Weilchen und ein paar Runden das gespielt und bisher erfolgreich beendet. Und das muss man aktiv machen, nachdem man einmal hier, ich glaube, alle drei Biome waren das, durch hat. Da kann man sich dafür entscheiden, neu zu starten als New Game Plus oder eben, ja, den Sieg anzuerkennen. Und der wird dann auch tatsächlich gezählt. Hier war doch irgendwo so eine, da ist hier, hier ist so eine Statistik. Gewinne. Vier hatte ich bis jetzt. Ja. Also nicht so viel. Die Highest Island Reached, also die am weitesten in einem Run geschaffte Strecke im Prinzip, ist die 150. Insel gewesen. Da habe ich dann aber aufgehört, weil das hat irgendwie, ich weiß nicht, über 2 Stunden gedauert, glaube ich. Man schaltet hier nach und nach diese Waffen frei gegen Keys. Keys kriegt man immer am Ende eines Biomes, wenn man den Boss besiegt hat. Meistens ein Key. Wenn man ganz viel Glück hat, waren, glaube ich, in den Kisten auch mal ab und an zwei. Wenn man das komplette Spiel in Anführungsstrichen durch hat, also den letzten Endgegner nach all den Biomen, dann kriegt man 3 Keys auf einen Schlag. Und die kann man dann hier an diesem Totem hier einlösen. Ich mach das mal. Ich habe schon alle Waffen, deswegen bekomme ich Loot, den ich jetzt zusätzlich zum bereits freigeschalteten auch noch finden könnte. 3 Granaten auf einmal. Wie groß ist denn die Chance? Ein Viertel. Nein. Nein. Auch nicht. Gut, also Lotto spielen ist da nichts für mich. Egal, dann lege ich jetzt mal los. Diesmal sollte die Aufnahmequalität auch deutlich besser sein. Ich hatte letztens kein extra Capture-Programm gestartet. Ich benutze da Mirrorless, heißt die Firma, glaube ich. Action. Ja, toll, wurde ich direkt getroffen. Danke. Denn das performt richtig gut, muss ich sagen. Ich benutze das schon ewig noch. Ach, wo Capture noch in den Kinderschuhen steckte und man echt ein vernünftiges Programm dafür brauchte, damit das den Rechner dabei nicht runterzieht. Aber das ist mittlerweile alles kein Problem mehr. Ich capture jetzt, glaube ich, in UWQHD. Oder? Ultrawide? 3440 mal 1440 sollte das sein. So, was nehme ich denn jetzt mal? Die High Damage Bullets, die sind ganz cool. Greed Chest direkt am Anfang, ich weiß nicht. Nee, nehme ich mal nicht. Erstmal auf Damage. Oh, hier! Extra Gegner. Die geben dann aber Loot. Hat er mich jetzt schon wieder getroffen? Hoffentlich. Ja, weiß ich auch gar nicht, was ich jetzt hier die ganze Zeit erzählen soll. Ehrlich gesagt. Deswegen werde ich die meiste Zeit schweigen. Ach so. Ich könnte mal. Denn das ist gar nicht mal so schlecht hier. Die Musik anstellen. Ich höre andere Musik. Internetradio, die aber jetzt hier nicht mit dem Video landet. Aber das tut ja nichts zur Sache. So. Obwohl, dann höre ich die Musik und die andere Musik. Naja, kommt drauf an, was man für andere Musik noch dabei hat. Ja. One-Shot-Elimination werde ich mit der Minigun wohl kaum hinkriegen. Big Shot? Oder High Caliber? Slow ist halt auch dumm, wenn man die auf entfernt. Ach, am Anfang ist eh alles noch die grobe Richtung. Passt schon.
Ach komm. Ist aber nicht gut, dass ich mich hier treffen lasse. Melee mache ich fast nie. Reload ist sehr wichtig. Speed wäre auch nicht schlecht, aber Reload. Minigun ist super. Na, ich mach das mal hier. La, 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 la. So, jetzt erst. Ja, das war jetzt schon schneller. Ja. Ich versuche mal Flawless. Ja gut, hier ist Platz. Oh Mann! Echt jetzt? Eine Krabbe im Rücken. Boah, nächstes Mal hüpfe ich direkt durch die Gegend. Das ist ja schrecklich. So, versammelt euch mal hier. Doch nicht in mich rein. Ich sollte auch nicht ständig nachladen. Schon gar nicht bei der Minigun. Ja, war nicht Flawless. Kommt noch. nein. Ja. Heilwind-Kombo. Ist gut, glaube ich. Was geht hier? Ah, danke. Ja, danke, dass da gar nichts rauskommt, Mann. Ja, mehr davon. Granate, die bisher noch. Ja, habe ich hier kein Geld für. Ja, das. Elemental Explosions. Ja. Wenigstens keine Homing Barrels. Was? Was? Ach Mann, wer sprüht denn hier mit Eis rum, bitte? Das war 12 heute hier. Ey, da waren sogar 3. Toll. Ach so, Elemental Explosions. Ja, habe ich mich da selber für entschieden. Dödel. Ah! Aber hier ging es ja nicht um Flawless. Ja, Feuerwarte ist gut. Melee will ich nicht. Nein. Nochmal Reload Speed. So, okay. Jetzt mal die Spike Chest. Wenn man da einen Malus hat, nämlich in dem Fall. Oh, krass. Nein, nicht kaputt gehen. Bleib doch heile. So, noch ein bisschen. Kristalle hier. Alter. Oh Mann. So, komm mal hier hin. Wieder auf Nachladen gedrückt. Ich mache das ständig automatisch, weil ich die letzte lange Session mit einer Waffe, mit der Anfangswaffe, ja, Worte, ich weiß, ist nicht so einfach. Das SMG oder was das ist, keine Ahnung, die lädt man alle paar Sekunden nach. Das ist jetzt noch ein bisschen drin. Hey, Loot wäre toll. Close Range ist nicht so mein Ding. So, jetzt reiße ich mich mal am Ring hier. Flawless. Springt direkt in die Krabbeln. Ich sammle die erstmal so ein bisschen.
So. Boah, das war aber knapp. Ich hoffe, das war knapp. Ich weiß nicht genau, ob er mich getroffen hat oder nicht. So, kommt mal her, ihr Würden. Ja, das war aber nichts. Flucht nach vorne. Die hier und die Feuerameisen und so, die können übrigens sehr gut antizipieren. So war das, ne? wo man als nächstes sich hinbewegt. Ja, verloren ist. Na guck. Gab's jetzt noch irgendwo... Ich glaube nicht, dass hier Totem rumstand. Ich muss meine Sätze auch mal beenden. Ja, Damage dann... Ach, da war noch ein Update. Ich habe vergessen, dass das jetzt vier sind. Nein. Nein. Jeder fünfte Schuss. Ja, man hat ja sehr viel Schuss mit dem Minigun. Dann könnte das ganz gut skalieren. So, was haben wir denn hier? Das ist random. Hier gibt es das gegen Geld. Hier auch gegen Geld. Das ist auch random. Was haben wir denn eingesammelt? Achso, das ist okay. Das ist auch gut. Hier will nichts rausfallen. Die hatte ich mal, die bringen irgendwie nicht viel, weil man die super schlecht abschießen kann, zumindest anfangs. Homing Thorns. Oder, ne, Homing. Ja, nehme ich mal. Und Feuer. Feuer ist auch. Wieder Lebensenergie. Bin sogar voll. Was haben wir hier? Legendary Spore Shot. Explosive Mushrooms. Die hatte ich mal als Granate. Die waren gar nicht schlecht. Für wahnsinnig viel Flechtschaden. Jetzt habe ich natürlich für gar nichts anderes mehr Geld, außer das hier vielleicht. Das nehme ich mal, denn ich plane ja keinen Schaden zu nehmen. Ich hatte übrigens hier teilweise 13 Millionen Schaden pro Sekunde. Da bin ich jetzt natürlich noch weit entfernt von. Aber macht ja nichts. So, erster Elite-Gegner, Ende des ersten Biomes. Dürfte aber nicht so das Problem sein. Ist auch nicht. Okay. Ich hätte gerne was für extra Chests. Ein Key. Nur wenn Frauen, das ist nicht so toll. Grim Reaper finde ich gut. Und Bronze haben. Ist hier in dem Gebiet noch irgendwas drin? Nö. Das ist ja was Leuchtendes von einem Totem, war es nicht. Das Niesen. Entschuldigung. Hinter mir war ein Totem, okay. Ah, die fiesen Ameisen. Haben wir was. Oh, ich habe jetzt 250 und habe jetzt... Ah, 500, hat funktioniert. 500 und ich habe jetzt... wieder 250. 250 und... 125. Komm, jetzt nochmal wieder auf normal. 63. 31. Willst du mich verarschen? Ja, geil. Wir haben jetzt 31 Energie. Das ist ja mega. Ja, komm, mehr Herzen, bitte. Ey, das sind alles mega Items. Nee, das will ich nicht. Jetzt habe ich nicht mehr genug Lebensenergie, okay. Aber ich hatte ja eh so wenig Lebensenergie. Holz! Mann, wie viel Pech kann man haben, echt.
13 Energie. Geil. Nur aufpassen. Abgesehen von der Lebensenergie geht's mir nämlich gut. Oh, Lebensenergie. Ja, immerhin. Das wird zu teuer. Ach, die kosten alle 37. Ist hier noch was versteckt irgendwo? Nein. For each bullet remaining. Ja, mehr Damage. Und jetzt mehr Kohle. Muss ich aber aufpassen. Hier liegt aber genug Mist rum. Okay. Boah, ich springe da rein. Okay. Dann kommt mal bitte hier hin. Ja, Shotgun Crab, du bist geil. Komm mal hier hoch. Shotgun Crab. Nein, die Shotgun Crab, wo ist sie? Da. Boah, geht bloß kaputt. Yes. Okay, hat funktioniert. Wenn man alles erledigt hat, dann kriegt man auch keinen Schaden mehr übrigens. Oh, ich brauche Lebensenergie. Kristalle, um was zu kaufen, wäre natürlich nicht schlecht. Das ist was für die Zukunft. Ja, ich mach mal Long Run. More Goods. Ja, und Kristalle zum Kaufen. Das ist eher Short Run. Flawless, Critical Chest und eine Horde. Also bräuchte ich nicht unbedingt. Ah, die Map ist aber fies für sowas. Oh oh. Ja. Eben. Kreischte er wie ein kleines Mädchen. Ja, genau. Die Arme so. So. Jetzt ist hinter mir nichts. Noch nicht zumindest. Ein bisschen Geld einsammeln. Jetzt ist was hinter mir. Grenzt mich an. So, Lolis. Hey, lass mich runter. Nein. Ja. Sharpshooter und. Ne, Hotshot. Ja, hallo. Ich habe weniger Energie, als wenn ich neu anfangen würde. Da nehme ich bestimmt nicht noch mehr Schaden. Na, keine Totems. Warum? Damage increased to burning enemies. Habe ich nicht Feuerschaden? Ja, mache ich doch das mal. Ja, das ist alles ganz schön, aber ich brauche. Oh nein, ich brauche Lebensenergie bitte. Ja, hier. Die Hälfte von meiner Kohle. Ja, was soll's? Brauche ich aber. Da kann ich noch nichts mit anfangen. Und 9% Chance auf selbstziehende 150 Schaden. Genau. Ja. Ja, ja. Klar, dass sich da einer versteckt, ey. Wow. So. Nice. Kein Totem. Schade. So langsam geht's mir auch wieder besser.
Higher Debuff Stacks Increased. Was heißt das? Exakt. Ja, danke. lösche ich mich dann schneller? Also 25% schnelleres Löschen, wenn ich im Brand stehe, oder was? Eins der wenigen, die ich nicht so ganz checke. Aber vielleicht kannst du mir mehr sagen. Schreib es in die Kommentare. Oh, hint, hint. Oh, jetzt mal Flucht nach vorne. Ah! Flucht nach vorne. Nein, nein. Die Musik ist echt chillig, Mensch. Richtig schön. Wow, ich glaube, das war einer dieser Pilze, die dann zufällig spawnen. Könnte ich noch einfach nur brauchen jetzt, bitte? Ja! Sind die sprachgesteuert? Nein, sind die natürlich nicht. Aber was soll's. Viel Lebensenergie habe ich trotzdem noch nicht. Totems, ich sehe keine Totems. Hier könnte natürlich noch irgendwo einer in irgendeiner Ecke stehen, aber ich glaub's fast nicht. Oh, ein Legendary. Ja, nochmal den Spores. Hä? Okay. So, ja, ist ja ein Upgrade. Ja, ja, mehr Spores. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was die anderen sind, aber ist beim Legendary meist auch nicht so nötig. Upgrade Chest und Flawless. Zwei Upgrade Chests, das finde ich gut, wenn ich es dann hinkriege. Hinter mir? Ich glaube nicht, dass das noch flawless wird. Ich schätze mal, der hat mich getroffen, auch wenn der Balken das nicht sah. Man könnte noch diese Armor Plates nutzen. Die verhindern teils, dass der eingesteckte Schaden das flawless verhindert. Habe ich gerade gesagt, dass die verhindern, dass sie was verhindern? Macht euch selber einen Reim raus. Oh. Mann, Mann, Mann. Gleichzeitig spielen und reden habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und war eh noch nicht so mein Fall, glaube ich. Ja, schön, ich höre es schon. 5 Sekunden noch. Die werden ja wohl klappen. Oh, jetzt nicht hier immer eine Ecke manövrieren. Okay. Hat gefunkt. Hat funktioniert. Alter Falter. Was möchte ich? Mehr Schaden, schneller schießen, lassen und heilen. Oh, die Weißen sind umsonst, die muss ich nehmen, bevor sie weg sind. Ja, Feuerwerk. 75 Distanz. Ach komm, die verarschen mich jedes Mal. Ich höre nicht mehr auf die. Ständig kriege ich exakt gar nichts. Obwohl, gibt ja mehr Geld unterm Strich, ne? Mal gucken. Noch eine Auswahl brauche ich nicht. Das ist nice. Das will ich nicht, dass sie nämlich mich. Oh, die kann man auch nicht ablehnen, ne? Ich nehme das mal. Mal gucken. Can't drop Greek Perks. Kann ich nicht, nee. 15% mehr Gegner, das merkt man ja kaum. Dafür aber 75% mehr Schaden, das ist ja fast doppelt so viel. Ja, das mache ich mal. Und da ich jetzt noch Geld übrig habe, versuche ich dann nur noch Glück. Toll. Oh, ich wusste es doch. Ja, war ein kurzes Vergnügen, der Endgegner. Totems? Keine Totems. Menu. So, geh mal weg hier. Die Fawns finde ich eigentlich ganz gut. Und mehr Leben.
So, oh. Was? Was für eine Reichweite diese Pilzdinger haben? So, Big Shot könnte ich brauchen. Wie viel macht Red Fury denn? Ist jetzt ein Level 2 Upgrade? Also, was hier? Ja. 33% für 10 Sekunden. Ist nicht verkehrt. Und was macht Big Shot? 50% mehr Schaden. Aber ein bisschen langsamer. Sind schon sehr langsam, aber man kann ja noch aufrüsten. Oder zur Not seine Items ausdünnen. In so schlauchigen Gegenden, so wie das hier jetzt, ist das schon ganz cool. Auch mit den langsamen Schüssen. Passt schon. Und die zielsuchenden Dornen, die sind natürlich auch nicht schlecht. So. Ja klar, mach ich. Nein, okay, hör auf. Gain Crystals für den Moon. Ja, heilen werde ich mich ja häufig, denke ich. Und Upgrade. Ich möchte gerne endlich mal mehr Chests. Das ist nicht gut. Oh nein, und brennen ist auch überhaupt gar nicht gut. Ich muss mein Kombo erhöhen. Ah, da ist ja der. Sonst bin ich gleich Geschichte. Da ist ein Heilstein. Oh, und noch ein Gegner. Die schnappe ich mir auch. Falls das jetzt noch geht. Also so zwischen Bossgegner. Mehr geht nicht, wenn schon beendet. Okay. Geht's hier noch zum geheimen Totem? Nein, geht's nicht. Big Chests kommen aber echt häufig. Wie viele Kristalle gibt das denn fürs Heilen? Weiß nicht, wo ich gucken muss. Hier unten? Ja. Oh! Ist ja gleich mal wenig. Ja, nehme ich das. Flawless und ja, Lebensenergie. Lebensenergie, wichtig, wichtig. Richtig, richtig, richtig. Und eher schlauchig. Partyfeuerwehr. Der kocht hat jetzt noch nichts. Nice. Oh. Aber ist schon so lebens. So wenig Lebensenergie. Das macht dann prozentual nicht mehr so viel aus. Aber ich will auch nicht drauf gehen. Also, nee. Nee, nee. Lieber nicht. Nein, wieder halbiert! Oh, schon wieder!
Ach komm. Alter. Jetzt habe ich 26. 13. 26. 51. Ja, nice. Boah, Darren ist ja aus der Hölle. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, wollen wir direkt mal hier Lebensenergie kaufen. Oh Mann, ey. Ah, oh, Megacrit hätte ich natürlich gerne gehabt. Habe ich jetzt noch ein kleines Herz? Das will ich aber haben. Immer verkaufen. Damage will ich behalten. Das kommt auch. Ja, ich habe ja sehr viele Schüsse. Wieso habe ich denn so viel Pech gehabt bei den blöden Totems, ey? Richtig unschön. Schnecke, du. Wow, hast mich fast platt gemacht. Grip Tape finde ich gut. Big Mac jetzt nicht so wichtig, ja, Grip Tape. Aber ich brauche was, das die maximale Lebensenergie erhöht. Oh Gott, ey. Ah, nein. Ah, lass mich hier raus. Oh Gott, nein. 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 Das hat mich getroffen. Eine der 43 Gramm da unten wahrscheinlich. Und ja, ich habe sie gezählt natürlich. So. Haha. Das war weit entfernt von Flawless. Aber wenigstens bin ich nicht kaputt. Damaging, ja. Ja. Nehme ich. Egal, was das linke war.
Schaden teile ich ja nun mal ständig und immer aus. Oh ja, Excel. Bin ich jetzt wieder bei 314. Kann ich ja gleich wieder an so ein Totem gehen und das auf 20 reduzieren, oder? Scheiß die Wand an, echt. Heilung. Feuer für 628, das nehme ich. Grip-Tape nehme ich auch noch mit. Das ist mir zu teuer. Nein. Shots deal more damage. Wie viel denn? Doppelte. In der increased by 200% sind ja dann 300% Schaden. Ja, ich habe so viel Buffs, keine Ahnung. Oh, jetzt kommt der Mega-Oberboss. Oh, hier wird so viel Schaden. Ah! Ah, kann aber trotzdem gleich vorbei sein. Ne? Ah. Zwei Keys. Wo ist der dritte? Da hinten. So. Enemies poison all enemies. Nee. Nö. Oh. Noch mehr Pilze. Ich gehe voll Pilze. Sieht dann so aus. Wenn man die abschießt, gibt das unheimlich viel Schaden überall und. Achso, brauch keine Hilfe. Ja, Loop. Neuer Run. Das war jetzt ein kompletter Run. Aber damit geht das ja jetzt los. Nicht wahr? Nee, nee, nee. Lass doch mal. Kann man das Gift abwaschen im Wasser? Nein, glaub nicht. Steht hier hinter noch was? Nein. So, ein Ultrashot. Ist egal. Nein. Nein. Und das. Damage Elemental. Oh. Ich habe eigentlich gedacht, das nicht. So. Hat der Chest im Wasser? Ne, war im Fass, ne? Ja. Okay. Haben wir auch so ein Icon darüber. Naja. Was bist du? Big Shot war doch richtig gut, ne? Ja, jetzt müsste ich langsam mal auf die Geschwindigkeit der Schüsse einen Buff kriegen. Sonst sind die nachher langsamer wie ich. Oh, hallo? Reiß dich mal zusammen, Kleiner. Oh, nicht so nah! Das ist viel zu nah. Okay. Uiuiuiui. Oh, ich brauch schnellere Schüsse. Less Damage will ich aber nicht dabei. Ja, dann mehr Dashes. Ja, Fire Rate increased. Fein. Nee. Ja gut, Feuerrate ist gut. Aber ich wollte doch, dass die schneller sind. Nicht schneller ausgelöst werden, sondern schneller fliegen.
War hier Flawless Modifier oder nicht? Hinter mir sind schon wieder die Skulls am Start. Sind, kann man ja mal anfangen. Achso. Critical Blast ist ganz nett. Oh, Damage. Wie ist das jetzt? Ja, alles. Nochmal wieder ein Totem, was mich abzocken will? Nein. Ah, aber dafür Lebensenergie. Schön. Oh, war das Doppelte? Ich glaube ja. 36, immer noch sau wenig. Hier gibt es was für 5000, ist aber sehr teuer. Ja, die Zukunft, ne? Wer war was? Mega Crit finde ich gut. Finde ich auch. 5.203. Ja, das passt doch. Ich entscheide mich dafür. Und ja, habe jetzt nicht Health genommen, sondern Kohle. Ich denke, hier komme ich erstmal noch klar. Hab ich doch getroffen. Kann ich mich wenigstens heilen und dafür Kristalle kriegen. Aber nirgends was. Kein Totem, kein Stein. Gain Crystals, wenn Damaging Enemies. Ja! Noch ein Greed Upgrade. Denn. Na. Nee. Nee! Ah! Nicht so nah an mich ran, bitte. Springt er mir direkt ins Gesicht. Glaube ich's denn? Da ist ein Heilstein. Dann heil mich mal. Gib mir Geld. Hier was? Das mal. Einer der fieseren Gegner ist nämlich der, der da Flächenbrände verursacht. Und da war ich schon mal recht flott. Puh. Das möchte ich nicht. Oh nein, er hat mich getroffen. Ich hoffe, das war nicht Flawless. Doch, war Flawless. Na dann. Hat sich das wohl erledigt. Mit Flawless. Aber sei es drum. Und ja, man sieht kaum noch, was passiert.
Kann ich mal Max Health irgendwo kriegen? Bitte. Hier zum Beispiel. Na gut, nehme ich mit. Ist nicht verkehrt, gerade für die Minigun. Megakrit ist okay, das brauche ich jetzt nicht. Nehme ich das mal mit. Oh, 18.000. Nee, nicht für 200, ey. Ja, Piercing Shot. Den nehme ich auch nochmal. Was ganz, ganz billiges hier vielleicht. Critical Arrow wäre okay. Melee gar nicht. Ich nehme mal die Pfeile. Ja, kann man noch mit arbeiten. Oh. Genau der macht so viel Feuer. Nein! Was? Oh Gott. Der war doch fast down. Why? Ja. Aber mein Kaffee kalt wird. Dreiviertelstunde für ein Popo. Nein, nicht für ein Popo. Aber das war jetzt echt doof. Ich dachte, ich hätte ihn. Naja. Hab ja auch zu viel rumgepokert an den Totems. Immer nur Hälfte, Hälfte, Hälfte. So kommt man ja nicht auf grünen Zweig. Okay. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Subscribe, like und Comment und alles, was man so tut, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Reloading damages all visible enemies. Ja, geil. Okay, ciao.